Guten Morgen, ja, Tag 3 meiner Vatertagsradreise und ich stehe hier an der Lahn. Den Lahntalradweg bin ich von Kölbe aus schon mal ein paar Kilometer stromaufwärts gefahren, aber den Radweg werde ich gleich wieder verlassen, denn ich wechsle gleich auf den Lahn-Eder-Radweg, um nach Frankenberg zu kommen. Und dann werde ich der Eder stromabwärts zum Edersee folgen, wo dann auch meine Übernachtung ist. Das sind ungefähr 80 Kilometer heute. Es wird auch nicht so bergig und anstrengend werden wie gestern. Ja, aber das Wetter grau und grau. Ja, Regen soll es auch geben. Vor einer Woche, wo ich es geplant hatte, ja, da hat die Wetter-App gesagt, alle vier Tage Sonnenschein pur, 24, 25 Grad. Ja, Langzeitprognosen kann man, glaube ich, gar nicht mehr glauben. Naja, ich muss nehmen, wie es kommt. Ich bin vorbereitet. Ich hoffe, es wird trotzdem schöne Bilder geben heute. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Habe ich ihn jetzt zu packen. Frankenberg noch 29 Kilometer, hört sich ja gar nicht so viel an. Hier bin ich mitten im Wetter. Ich hoffe, das Wetter spielt heute keine große Rolle. Weil hier bin ich am Flüsschen Wettschaft, was hier fließt. Ja, sehr wenig Wasser drin. Also gestern Abend hat es ganz schön gegossen, aber das hat nicht gelangt. Und das wird auch noch nicht lang, was heute vielleicht noch kommt. Bei weitem nicht. Ich mache jetzt kurz einen Abstecher in den kleinen Ort da hinten, am Möhnau. Da gibt es was, ja, ich würde sagen, sehr Bekanntes. Das möchte ich noch mitnehmen. Das ist es nun, der berühmte Turm. Ja, Hessen ist ja märchenhaft, die wurden da viele Märchen geschrieben. Und in diesem Turm spielt auch eine große Hauptrolle in dem Märchen Rapunzel. Ja, von dem Fenster da oben hat sie ihr Haar herabgelassen. Ja, muss doch einige Meter lang gewesen sein. Ja, und ich kann da nicht mit denen, ich habe nur wenige Zentimeter. Ja, aber es fängt leider auch ein wenig an zu tröpfeln. Ich hoffe, es hält noch, aber laut Wetterradar, da zieht doch was auf. Ja, aber jetzt geht es erstmal weiter Richtung Frankenberg. Im Moment geht es hier oben durch die Felder. Sehr schön hier. Ja, da wird auch eine Umgehungsstraße hier gebaut. Alles wird hier umgewühlt. Ja, aber es war so
herrlich schön warm im Hotel. Warum fährt man denn eigentlich los? Ich hätte auch jetzt mit der Bahn einfach fahren können bis Frankenberg oder so. Ja, der dickste Regen ist im Moment da hinten. Zieht ein bisschen weg, aber ich glaube, der nächste Regen kommt bestimmt. Es tröpfelt so ein bisschen und kühl. Ich glaube, es wird immer kühler irgendwie. Der Wind ist ordentlich frisch geworden. Naja, ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Aber schön ist es trotzdem, auch wenn die Sonne hier nicht scheint. Ich habe mir den hier untergestellt, um die Regenklamotten anzuziehen, aber so ganz so dicht ist das Dach aber auch nicht mehr. Ja, jetzt regnet es ordentlich. Uiuiui. Hoffentlich bleibt das nicht den ganzen Tag so. Letztes Mal bei an der Spree, ja, da war das immer nur leichter Regen, aber jetzt gießt das eigentlich ganz doll. Ach, naja, aber der Weg ist das Ziel. Da ist mal wieder eine Soda-Brücke. Ja, aber die Umgehungsstraße soll man hierher führen. Hier haben sie bloß die Brücke gebaut. Der Rest kommt noch. Ich bin jetzt hier hinter Ernsthausen, alles sehr ländlich, sehr schön, schönes Tal, 10 Kilometer noch bis Frankenberg, aber ich glaube, jetzt müsste es ein wenig immer bergauf gehen, einmal über den Berg rüber, denn ich folge ja dem Flüsschen hier und dieser mündet ja in die Lahn und nicht in die Eder, also müsste ich hier jetzt irgendwie über den Berg fahren. Ich dachte, ich hatte es jetzt geschafft. Es ging ordentlich bergab, aber jetzt geht er schon wieder bergauf. Auf Feldwegen hier. Na egal, das ist echt schön. Trotzdem hier. Und weiterhin tolle Aussicht hier. Aber jetzt müsste es gleich endgültig mal runtergehen nach Frankenberg. Mal sehen, ich wollte eigentlich gleich noch mal eine kleine Pause machen. Unten an der Eder bin ich schon mal. Mal sehen, ob ich hier ein Plätzchen finde. So ein tolles Plätzchen gab es hier bis jetzt noch gar nicht.
hier in Frankenberg. Ja, ich bin hier ein bisschen durchgefahren und ging dann durch Industriegebiet und nichts Schönes. Jetzt bin ich hier am Sportplatz. Doll ist es hier auch nicht, aber ich habe so ein bisschen Hunger. Esse ein paar kleine Snacks und Bananen und sowas. Den großen Hunger habe ich noch nicht. Aber naja, dann mache ich erstmal eine kleine Snackpause. Aber dann will ich hier noch einkaufen, denn nächste Zeit kommen auch keine großen Orte mehr. Und es ist Samstag, wir schließen in einigen kleinen Orten ja auch ziemlich früh die Läden. Also muss ich hier jetzt ein bisschen was einkaufen, nicht viel für die nächsten beiden Tage noch, so Kleinigkeiten. Ja, und es hat aufgehört zu regnen, es kommt vielleicht noch was. Ich wage jetzt noch nicht so richtig die Klamotten auszuziehen. Naja, aber ich werde dann auch gleich einkaufen und dann geht's auch wieder weiter. Eine Stunde nach Snackpause und Einkaufen und alles wieder verstauen. Das dauerte alles wieder so lange. Aber jetzt eine ganz komische Panne. Hier ist der Haken, der untere Haken von der Tasche beidseitig lose. Der eine ist gerade im Vollis abgefallen und der andere sehe ich auch schon, ist auch schon lose. Den muss ich erstmal wieder befestigen. Das war jetzt bei der anderen Tasche schon nicht so einfach. Nach der ersten Aufregung war es jetzt doch schnell behoben. Ich habe mir jetzt auch was zum Mittag mitgenommen. Das werde ich wahrscheinlich am Edersee essen. Jetzt geht es erstmal an Frankenberg Reste hier vorbei und dann geht es durch die Landschaft. Immer weiter. Die Kilometer zum Edersee, die werde ich jetzt schnell überbrücken, denn ich habe eine Menge Zeit verloren in Frankenberg da und möchte natürlich auch noch die Strecke am Edersee ordentlich genießen. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen jetzt durchziehen. Die Kilometer ziehen sich. Ja, war doch gerade ein ganz schön hobbelig der Weg. Da konnte man nicht so schnell fahren. Das sind immer noch 9 Kilometer. Ja, schön hier an der Eder. Echt klasse sieht das aus alles. Aber der Regen ist endlich vorbei. Laut Regenradar kommt jetzt nichts mehr. Ich habe gerade eben noch so ein bisschen ein paar Regentropfen so abgekriegt. Aber das war nicht viel. Also bin ich ja doch heute gut davon gekommen. Aber das Rad nicht. Der Staub, der Dreck, das hat alles nicht abgewaschen. Ja, das sieht nicht schön aus, aber jetzt lohnt das auch nicht mehr. Jetzt geht's erstmal weiter zum Edersee. Die Stelle hier war jetzt nicht ohne. Oh, aber ich bin runtergefahren. Musik.
bin da. Ja, ich bin da. Da ist das Ding. Oh, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen euphorisch, dass heute alles so gut geklappt hat. Nicht so viel Regen und so. Ah, geil. Hammermäßig. Ah, echt klasse. Wow. Was für ein toller Tag wieder. Da ist das Ding, ja, ich hab's geschafft. Ich bin hier am Edersee. Alter, ist das schön hier. Ja, ich bin richtig euphorisch, dass ich das jetzt hier geschafft habe, diese Station jetzt. Oh, ganz toll. Ja, ich hab's geschafft hierher. Ja, denn kaum Regen heute, das war echt, das war nix. Und jetzt kommt wieder die Sonne raus, es wird warm. Oh, krass, geil, dass ich losgefahren bin. Ich kann jetzt wieder nur sagen, Wahnsinn. Es geht weiter, ja, eine kleine schöne Pause, aber jetzt geht es erstmal in Richtung Sperrmauer und das ist auch noch eine ganz schöne lange Strecke. Das zieht sich ein wenig hier, der Weg. Es geht auch immer hoch und runter, aber wunderschön, immer solche Aussichten hier. Und dann hier grenzt ja auch der Nationalpark Kellerwald mit seinen tollen Buchen. Und das sieht alles so toll aus. Echt ein klasse Weg, aber man sollte die Steigung hier aber auch nicht ganz unterschätzen. Einfach klasse hier, oder? Echt ein Traum. Ja, gerade eben war schon wieder so eine Situation. So ein Hund kann schon wieder Fahrradfahrer nicht ab. Der lief hinterher und wollte fast beißen. Leute, wenn Fahrradfahrer nicht ab kann, dann muss der halt an der Leine sein. Das kann ja auch Kinder sein, die haben richtig Angst davor. Also bitte, bitte anleihen, wenn das halt nicht ab kann. Ich kann auch langsam fahren und ein bisschen aufpassen, aber bei Kindern ist es ja doch etwas schwierig. Eine Aussicht, das ist ja ein Traum hier. Wow. Eigentlich sind es noch ein paar Kilometer bis zur Staumauer. Aber Hunger habe ich schon wieder so ein bisschen. Und ich hatte ja noch was gekauft zum Mittag. Das könnte ich doch jetzt hier essen. Ich glaube, das werde ich machen, weil das ist ja, besser geht's doch gar nicht. Ich wollte das essen in der Staumauer. Vielleicht ist da auch viel zu viel los, aber hier ist es jetzt ganz ruhig, keiner da. Ich werde es jetzt hier genießen, mein Mittag. Und was gibt das? Ich war in einem Sandwichladen, einem Bekannten, habe mir ein Sandwich mitgenommen. Ist natürlich jetzt etwas durchgeweicht, aber geschmacklich wird das immer noch gut sein. Und dazu, ich habe mir ein Sieger
Radler jetzt mitgenommen. Das habe ich mir jetzt verdient. Oh, das ist so krass schön hier. Wow, das kann man hier. Das ist echt ein Wahnsinnsplätzchen. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie toll das gerade ist. Wow, naja, dann erstmal lasse ich es mir hier schmecken. Prost. Einfach nur mega. Unglaublich. Satt und zufrieden geht's jetzt endlich ab zur Staumauer. All that day, we're live together. Jetzt bin ich hier an der Staumauer. Ja, ich habe den direktesten Weg genommen, denn der Weg direkt am Wasser soll gesperrt sein. Laut Internet habe ich gelesen, habe ich gleich oben den Weg genommen. Ja, aber hier ist gar nicht meine Unterkunft am See, da hat man nichts bekommen. Denn ja, ich muss hoch nach Waldeck, da oben zur Burg. Ja, wollt ihr auch noch mitkommen? Ja, ihr wollt bestimmt sehen, ob ich das noch schaffe. Ja, okay. Dann geht's halt noch ein Stück weiter. Zwei lächerliche Kilometer nur noch, aber die werden das in sich haben. Auf geht's. Ich habe es hier hoch geschafft und das ist die Belohnung. Das ist ja wohl, also es ist traumhaft. Ja, es war sehr anstrengend, 10-12% hier hoch, aber ich bin nicht abgestiegen. Ich habe es geschafft mit dem ganzen Gepäck. Oh, und jetzt bin ich hier und bin auch schon wieder ein bisschen traurig, dass es heute auch schon wieder vorbei ist, der dritte Tag. Nur noch ein Tag morgen, ein bisschen die Eder hinunter. Ja, aber irgendwann ist alles mal vorbei. Ja, und heute hat es mir sehr gut gefallen. Der Weg war echt toll von Kölwe hier rüber. Der Lahn-Eder-Radweg, ja, da gab es auch ein paar größere Steigungen. Aber ich habe alles gut schaffen können. Und der Regen, der hat mich ja doch ziemlich in Ruhe gelassen. Das freut mich echt sehr. Und dann der Eder-Radweg, ja, den soll man alles nicht unterschätzen. Da geht es auch immer hoch und runter. Aber landschaftlich sehr schön. Und das kannst du ja wohl kaum toppen hier am Edersee. Ja, das ist echt toll.
da drüben der Kellerwald. Oh, das ist ja ganz toll hier. Ich bin echt froh, dass ich losgefahren bin und dieses Erlebnis jetzt hatte. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Denn bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Etappe der letzten. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Ciao, denn bis morgen. Es hat sich wieder gelohnt, dran zu bleiben. Was für ein Blick hier. Wahnsinn. Also, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin.